Yo, was geht ab, Leute? Herzlich willkommen zu einem neuen Hypens auf unserem Kanal. Dieses Video wird sehr, sehr gut, nicht nur weil ich sehr motiviert bin, sondern auch weil es diese Woche sehr viele interessante und coole Sneaker-Releases wieder gibt. Dementsprechend bleibt auf jeden Fall bis zum Ende des Videos dran, um keiner dieser Informationen zu verpassen. Und wie immer dürft ihr diesem Video schon mal einen Daumen nach oben geben, denn das würde uns wirklich sehr, sehr unterstützen und einiges weiterhelfen. Für die Leute, die jetzt noch auf diesem Kanal sind und wirklich gar keine Ahnung haben, was Hypens ist, bei Hypens stellen wir euch alle Informationen vor, die sich das Sneaker- und Fashion-Herz so wünschen kann. Dementsprechend lasst auf jeden Fall mal ein Abo da und schaltet die Glocke an. Und falls ihr es noch nicht gemacht habt, dürft ihr mich auch noch gerne auf Instagram auschecken. Denn dort poste ich auch immer wieder Sneaker-related Sachen und allgemein könnt ihr ein bisschen was über mein Leben erfahren. Also wenn euch das interessiert, checkt mich dort auf jeden Fall auch noch gerne aus. Würde mich sehr, sehr doll freuen. Ich würde aber sagen, wir kommen jetzt direkt erstmal zum Top-Thema der Woche. Und für mich ist diese Woche das Top-Thema ein Bild, welches von Kanye West veröffentlicht wurde, wo echt sehr, 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 sehr viele neue Yeezy-Colorways und allgemein Yeezy-Silhouetten angeteased worden. Also auf diesem Bild war wirklich einiges zu sehen, von Yeezy Slides bis zu Yeezy Quantums oder Yeezy 700ern oder auch ganz vielen anderen Schuhen. Und ich muss jetzt sagen, auf dem ersten Blick unterscheiden sich erstmal die Colorways alle nicht so. Und ich muss auch sagen, dass ein paar von denen ein wenig komisch aussehen. Also so zum Beispiel komplett gelbe Colorways. Dementsprechend interessiert mich einfach mal eure Meinung so zu den Bildern oder zu dem Bild, welches ihr dort seht und euren ersten Eindruck, einfach was ihr so von den jetzt zu sehenden Colorways so haltet und ob ihr sagt, ja, da sind schon ein paar ganz coole dabei oder die könnten ganz cool sein oder ob ihr sagt, es entwickelt sich so ein bisschen in die falsche Richtung. Deswegen, wie gesagt, würde mich sehr interessieren, schreibt das mal unten in die Kommentare. An sich, ein paar sind ganz cool davon, also in den Earth Tones gehalten, aber ich muss auch sagen, irgendwie unterscheiden die sich halt auch einfach alle nicht. Deswegen, wie gesagt, schreibt mal eure Meinung dazu in die Kommentare, würde mich sehr interessieren. Und das zweite, was ich nochmal ganz kurz ansprechen wollte, ist, wie ihr jetzt den Nike Sneakers App Geburtstag fandet. Also schreibt da auch mal eure Meinung dazu unten in die Kommentare. Ich persönlich muss sagen, ich fand den jetzt nicht so cool. Mir ging es an den Tag leider auch nicht so gut. Also ich hatte irgendwie extreme Schwindelprobleme oder sowas. Liegt vielleicht am Wetter. Und deswegen habe ich die meiste Zeit gepennt. Mir ging es echt nicht so gut. Und deswegen fand ich den jetzt auch nicht so gut, diesen Sneakers App Geburtstag. Zusätzlich habe ich nichts bekommen. Hatte kein einziges Mal Exclusive Access. Deswegen echt sehr, sehr nervig. Dennoch, wie gesagt, schreibt mal eure Meinung dazu unten in die Kommentare und sorry nochmal, dass ich am Freitag kein Video hochgeladen habe, aber es gab halt nicht wirklich neue, coole, interessante Informationen, dass es sich gelohnt hätte, dazu ein extra Video zu machen. Die Leute, die mich auf Instagram abonniert haben, die haben dann auch mitbekommen, was so an den Tag abging, denn dort habe ich das auch nochmal in meine Story gepostet und nochmal eben ein paar Informationen dort nochmal gegeben. Dann würde ich sagen, kommen wir jetzt auch schon zu den normalen Releases und da fangen wir am 13.8. an mit den Adidas Ultra 4D. Dieser Schuh wird 215 Euro im Retail kosten und kann in den Size US 8 bis US 9,5 so um die 230 Euro im Resale bringen. Allerdings würde ich euch persönlich davon abraten, den Schuh zum Resale zu kaufen und ihn wirklich eigentlich nur kaufen, wenn ihr den selber tragen wollt, weil es kann gut sein, dass man auf den drauf sitzen bleiben wird. An sich ist es meiner Meinung nach eigentlich eine ganz coole Idee, das Adidas Ultra Boost 1.0 Upper zu nehmen und das mit der 4D-Sohle zu kombinieren, also so ein Hybrid zu machen. Und ich sag mal so, wäre der jetzt vor 2 Jahren gekommen oder sowas oder vor 3 Jahren, wäre der auch echt krass durch die Decke gegangen. Allerdings finde ich, dass Ultra Boost Schuhe halt echt sehr aussehen wie Sportschuhe und meiner Meinung nach sieht es halt einfach blöd aus, wenn man die tagtäglich irgendwie so trägt. Klar, die sind angenehm und sowas, aber irgendwie bin ich der Meinung, dass man halt einfach so Streetwear-mäßig nicht Jogging-Schuhe tragen sollte, sondern halt eben was anderes. Deswegen an sich wären die ganz cool gewesen, aber jetzt sind die, sag ich mal, ein bisschen ausgelutscht. Dennoch wollte ich euch darüber informieren, weil mich auch ein paar Leute gefragt haben, ob man die resellen kann oder nicht. Wie gesagt, meine Empfehlung zum Resellen eher nicht geeignet, wenn nur zum Tragen. Deswegen auch, wenn ihr die kaufen solltet und spekuliert, dass die ein bisschen was im Resell bringt, dann am besten aber straight flippen. Dann würde es am 15.8. weitergehen mit den Jordan 5 in dem Ghost Green Colorway oder eben, wie andere Leute sagen würden, der Bel Air Colorway. Dieser Schuh wird 190 Euro Mutter kosten und auch nicht wirklich etwas im Resell bringen. Es könnte sein, dass man so in den Size US 7,5 bis 9,5 circa 200, 220 Euro da rausholen kann. Dennoch würde ich aber eher sagen, dass der zum Resell nicht geeignet ist. Deswegen auch da wieder, kauft euch den Schuh nur, wenn ihr ihn selber tragen wollt, weil man kann gut auf dem drauf sitzen bleiben und es kann sein, dass er sich nicht rentiert. Dementsprechend da wieder nur kaufen, wenn ihr den selber tragen wollt. Ich persönlich finde den Colorway eigentlich ganz cool und ich finde halt auch irgendwo, oder ich habe so eine leichte Connection zu dem Schuh, denn mein Dad hat eben Prince von Bel-Air, also die Serie mit Will Smith, geliebt. Hat sie auch manchmal mit mir geguckt und deswegen, weiß ich nicht, habe ich so eine leichte Bindung dazu. Dennoch würde ich ihn persönlich mir selber nicht kaufen, denn ich finde, der
Sieht nicht ganz so clean aus und ich würde mir dann lieber gerne andere Schuhe kaufen. Aber dennoch auf jeden Fall eigentlich ein ganz cooler Release und ein ganz interessanter Schuh. Ach ja, und den Schuh natürlich auch wieder am besten flippen, wenn ihr den bekommen solltet und ihn resellen wollt. Aber wie gesagt, auch bei dem ist das Ganze wieder mit einem leichten Risiko verbunden. Dann geht es jetzt weiter mit den gehypten Releases und da fangen wir am 13.8. an mit den Jordan 1 CO.JP in dem Tokyo Colorway beziehungsweise in den Japan Colorway, wie auch immer. Dieser Schuh steht jetzt schon hinter mir, deswegen werde ich den gleich auch einmal in die Kamera holen. Auf jeden Fall gehen hier nochmal Grüße raus an Soulbox und an Bea dafür, dass ich den Early bekommen habe. Kleine Information nochmal da, ich habe das auf Instagram schon gepostet und hatte einmal Snipes getaggt und jetzt einmal Soulbox. Ich habe nicht den zweimal bekommen, sondern es liegt einfach ganz einfach daran, dass ich den eigentlich von Snipes zugeschickt bekomme. Allerdings der komplette Stock jetzt, glaube ich, von Snipes Richtung Soulbox geschoben wurde. Dementsprechend habe ich jetzt Soulbox beim zweiten Mal getaggt und jetzt deswegen auch nochmal Danke an Soulbox. Auf jeden Fall werde ich den Schuh jetzt einmal ganz kurz holen und euch mehr zu dem sagen. Ein, zwei Informationen nochmal vorab. Der Schuh wird 160 Euro Mute kosten und in den Size US 4 bis US 14 so zwischen 200 und 250 Euro Mute bringen. Bei dem gehen wirklich eigentlich jede Size sehr, sehr gut. Vor allem, weil ich mir eben auch schon vorstellen konnte, dass dieses Wildleder-Upper und dieses glänzende Silber bei Frauen sehr, sehr gut ankommt. Dementsprechend gehen auch die kleinen Sizes echt sehr gut und teilweise auch über 250 Euro. Also wenn ihr den nur resellen wollt, dann haltet das auf jeden Fall im Kopf. Und da ich den Schuh jetzt hier habe, kann ich euch ein, zwei Sachen sagen. Das Wildleder ist echt sehr, sehr nice. Die Verarbeitung sieht sehr, sehr gut aus. Die Lasche ist ein bisschen anders als bei normalen Jordan 1, weil sie jetzt aus Leder ist. Aber an sich ist sie auch sehr cool. Innen drin ist so ein Mesh-Upper oder wie heißt das bei Nike? Ich bin mir nicht hundertprozentig sicher. Auf jeden Fall an sich ganz cool. Das Leder hier, das glänzende, ist gewöhnungsbedürftig. Und dass der Airwing so gelackt ist oder so gummimäßig ist oder wie auch immer, ist auch gewöhnungsbedürftig. Aber an sich ist der Colorway sehr, sehr clean, sehr, sehr cool. Und auch eine gute Alternative zu den Dior Jordan 1er. Und auch hier, die weißen Laces waren nicht dabei. Die habe ich jetzt von meinem Jordan 1 Turbo Green abgemacht, weil ich gucken wollte, wie es aussieht. Und die sehen sehr gut aus. Wenn ihr aber weiße Laces braucht, vor allem wenn ihr vorhabt, euch den zu holen mit weißen Laces, dann schaut mal unten in die Beschreibung, da ist ein Link zu Amazon und dort gibt es weiße Laces, die auch passend dann zu den Jordan 1 sind. Denkt auf jeden Fall dran, die Länge müsste 160 oder 180 cm betragen. Ich glaube, das steht auch in der Beschreibung drin, also da auf jeden Fall nochmal drauf achten. Aber meiner Meinung nach sehr cooler Schuh, Qualität ist echt sehr, sehr gut und sieht mega clean aus. Werdet auch in den Kommentaren nochmal ein paar Instagram-Bilder sehen. Ach ja, und was ich ganz vergessen habe zu erwähnen, was ganz cool ist, in der Lasche bei den Schuh steht 2001 und 2020 drin, was auf jeden Fall sehr cool ist, weil der Schuh kam das erste Mal 2001 raus und das ist jetzt ein Re-Release von denen, welches oder was ich halt persönlich sehr, sehr cool finde. Und wenn ihr euch den kaufen wollt und den resellen wollt, würde meine Empfehlung sein, ihn einfach zu stocken, denn ich bin der Meinung, dass der in der kommenden Zeit nochmal nach oben gehen wird, denn es ist schon ein sehr, sehr cooler Schuh. Und ich kann mir vorstellen, dass er momentan noch ein wenig underrated ist, aber in der kommenden Zeit noch ein wenig nach oben gehen wird. Dann hatte ich ja schon letzte Woche angekündigt, dass es jetzt am 14.8. ein US-Release von den Sean Wotherspoon Atmos Essex G-Lite 3 geben wird. Und dort gibt es ein paar Stores, die online bzw. worldwide Shipping haben. Und zwar gibt es dort einmal Extra Butter, Naked und ich glaube noch irgendeinen, den ich jetzt leider vergessen habe. Checkt auf jeden Fall mal die Stores aus und guckt, ob ihr euch dafür einen Online-Raffle eintragen könnt, damit ihr den Schuh schon mal jetzt vielleicht vorher bekommen könnt, bevor der hoffentlich nochmal nach Europa kommt. Aber behaltet auf jeden Fall im Hinterkopf, dass der 160 Dollar im Retail kosten wird, dass allerdings aber so circa 20% nochmal Zoll draufkommen kann. Also nur, dass ihr das im Hinterkopf habt, wenn er aus der USA kommt. Manche Stores haben das direkt, sag ich mal, mit dem Zoll so geklärt, dass man nichts drauf zahlen muss. Und wenn ihr den resellen wollt, sind die besten Sizes so die Sizes zwischen US 8,5 und US 13. Dort werdet ihr so zwischen 400 und 450 Euro für den Schuh bekommen. Sonst kennt ihr aber, denke ich mal, schon meine Meinung zu den Schuhen. Ich finde ihn echt sehr cool, das Farbschimmer ist sehr, sehr cool. Ich habe auch den Air Max 97-1 von Sean Wotherspoon und der ist auch meiner Meinung nach sehr cool, vor allem mit den Court Upper und den Patches, die man ran und abmachen kann. Deswegen sehr, sehr cooler Release. Schade, dass der nicht jetzt schon in Europa rauskommt, aber dennoch auf jeden Fall sehr, sehr cooles Ding. Und da meine Empfehlung, den am besten jetzt vielleicht schon eher einfach verkaufen, weil er momentan sehr viel bringt. Und wenn er jetzt nochmal, keine Ahnung, in Europa und sowas rauskommt, wird der Preis auf jeden Fall sinken. Aber auf lange Zeit, glaube ich, kann man den stocken und der wird auch noch einiges dann in die Höhe gehen. So, und bei den letzten Schuh, der jetzt so in der kommenden Woche rauskommen wird, handelt es sich um den Nike Dunk Low in dem Samba Colorway. Dieser Schuh wird am 20.08. rauskommen, einen Retailpreis von 100 Euro haben und in den Size US 7 bis 9,5 wird er so 200 Euro Muesli bringen. Ich persönlich muss sagen, dass ich jetzt nicht finde, dass es der cleanste Colorway ist. Dennoch erinnert er mich an irgendwas, was, sag ich mal, schon irgendwie ein bisschen älter ist. Irgendwie an so ein Rennsport-Team oder sowas. Ich bin mir nicht hundertprozentig sicher. Auf jeden Fall erinnert er mich an irgendwas und ich finde den Colorway an sich irgendwie ganz cool, aber ich bin mir nicht sicher, ob ich den jetzt täglich tragen würde. Aber grundsätzlich
Mit ein bisschen Zeit könnte man sich an den Schuh auf jeden Fall gewöhnen. Und ich bin auch der Meinung, dass viele Leute von euch den cool finden werden. Und ich glaube auch, dass ich irgendwie gehört habe, dass der auch in die Richtung von irgendeinem älteren Design angelehnt sein soll und auch wieder ein bisschen was mit Japan zu tun haben soll. Aber da bin ich mir nicht hundertprozentig sicher, das sind jetzt wirklich nur irgendwelche aufgegriffenen Informationen. Auf jeden Fall an sich sehr cooler Release. Und meine Empfehlung ist, wenn ihr den Schuh bekommen solltet, stockt den Nike Dunk Lows, gehen eigentlich immer nach oben. Nicht jeder Colorway, da auch nochmal, um auf einen Kommentar aus letzter Woche zurückzukommen. Nicht jeder Nike SB Dunk Low und Nike Dunk Low geht nach oben, aber die meisten gehen mit der Zeit nach oben. Dann gibt es noch eine sehr, sehr coole und erfreuliche Information zu den Jordan 4 in der Kollabo mit Union LA, denn der Schuh soll ja jetzt am 29.08. rauskommen, einen Retailpreis von 250 Euro haben und in den Size U7 bis 9,5 wird er so circa 700, 750 Euro im Resale bringen. Und die erfreuliche Nachricht ist, dass man die Lasche, die ja auf den letzten Bildern so komisch aussieht, dass man da eine Naht lösen kann und dann ist das eine ganz normale Jordan 4er Lasche, was mich sehr erfreut, denn ich fand, der sah ein wenig komisch aus und er hatte Potenzial und jetzt, wo die Lasche ganz normal ist, hat er auch wieder einiges an Potenzial. Ich finde den schwarzen tatsächlich sogar besser als den beigen, weil da fällt diese verschiedenen Farben fallen da nicht so doll auf. Und auch da Stoff ist, sieht er jetzt nicht einfach so pechschwarz aus. Sehr, sehr cooler Schuh. Ich freue mich auf den Release, aber ihr werdet noch mehr Informationen zu den Schuhen in der Woche vor dem Release bekommen. Dann gibt es jetzt noch die Information, dass jetzt so im Dezember diesen Jahres der Jordan 1 CO.JP in dem Navy Colorway rauskommen soll. Der Schuh wird im Prinzip vom Aufbau genauso sein wie der, also auch wieder mit so einem gläserigen Nike Wing, sage ich mal, so einer Lederlasche und auch diesen Rope Laces, die ich austauschen würde und da halt wieder normale Flat Laces reinmachen würde. Auf jeden Fall muss ich sagen, dass ich den vom Colorway jetzt sehr, sehr cool eigentlich fand, so auf den ersten Bildern und mir auch da wieder vorstellen kann, dass der bei den Mädels sehr, sehr gut ankommen wird. Dementsprechend stellt euch schon mal auf den Release drauf ein. Ich persönlich finde den echt sehr, sehr cool. Retailpreis wird für immer bei Jordan 1 an 160 Euro betragen und Resale, denke ich mal, wird dann so ähnlich sein wie bei denen. Und da, wie gesagt, wird der Release zwar erst im Dezember 2020 sein, aber dennoch sehr, sehr cooler Release. Dann soll jetzt demnächst ein sehr, sehr cooler Nike SB Dunk Low in der Kollabo mit Civilist Berlin rauskommen. Und zwar wird der Schuh 100 Euro Retail kosten und ich kann mir vorstellen, dass er so um die 300 Euro, vielleicht sogar noch mehr, in den Size U7 bis 9,5 im Resale bringen wird. Denn dieser Schuh hat ein sehr, sehr cooles Feature und zwar ändert bei dem sich der Colorway, wenn er mit Wärme in Berührung kommt. Und da reicht auch schon das Sonnenlicht aus oder zum Beispiel warmes oder kaltes Wasser. Wenn er, sage ich mal, normal kalt ist, ist der Schuh einfach komplett schwarz. Und wenn dann aber die Hitze raufkommt, dann erscheint da so ein Heatmap-Muster. Also der Colorway darunter ist, sage ich mal, ganz normal festgelegt, also leider verändert er sich nicht, sage ich mal, unterschiedlich, umso heißer es ist, umso roter wird er und umso kälter es ist, umso dunkler wird er, sondern es ist einfach leider so, dass da ein festgelegtes Muster schon drunter ist. Dennoch aber auf jeden Fall ein sehr, sehr cooles Feature und ein sehr, sehr cooler Release allgemein. Ich persönlich würde ihn mir jetzt, glaube ich, nicht tragen und ihn selber tragen, aber grundsätzlich eigentlich sehr cool. Es gibt auch Leute, die sowas customizen, haben mich auch letztes Mal Leute angeschrieben, allerdings ja, bei manchen Schuhen an sich ganz cool, bei manchen aber nicht so. Auf jeden Fall aber cooler Release und ich werde euch definitiv mehr Informationen geben, wenn er dann rauskommt. So, und bei dem letzten Leak bzw. Teaser, den es jetzt gab, handelt es sich um einen Nike Dunk Low in der Kollabo mit Off-White und zwar in einem weiß-silbernen Colorway. Dieser Schuh wird 160 Euro Retail kosten, wenn er dann rauskommen wird und könnte so in den Sizes U7 bis 9,5 so um die 500, 600, 700 Euro im Resale bringen. Bis jetzt ist das Ganze nur ein Teaser, denn Virgil Abloh hat eine Story oder ein Bild hochgeladen, wo man den Jordan 5 Sale Colorway gesehen hat in der Kollabo mit Off-White und dann auch den Schuh daneben. Ich persönlich muss sagen, dass ich die eigentlich ganz cool finde. Das silberne Leder ist im Prinzip so wie bei denen, also gewöhnungsbedürftig. Aber auch da bin ich der Meinung, dass er bei den Frauen wieder sehr, sehr gut ankommen könnte und dass der sehr cool bei denen aussehen würde. Deswegen warten wir mal ab, gucken wir mal, ob der rauskommen wird. Wenn nicht, auch nicht so schlimm, aber an sich ist es ein ganz cooler Release und es würde eigentlich schon sehr interessant sein, wenn er denn rauskommen wird. Da müssen wir einfach mal abwarten und gucken, ob es demnächst mehr Informationen gibt. Da es diese Woche leider keine interessanten Fashion Releases gebe, komme ich direkt zum Hold or Sell Bereich, wo ich über vergangene Sneaker Releases rede und euch Empfehlungen gebe, ob ihr die Schuhe weiterhin stocken solltet, also sie weiterhin zu Hause aufbewahren solltet oder ob ihr die Schuhe jetzt mittlerweile flippen solltet. Also sellen solltet, also jetzt am besten verkaufen solltet. Ich habe diese Woche zwei Schuhe für euch rausgesucht, die ihr auf jeden Fall jetzt sellen solltet. Keine Hold-Empfehlung diesmal, aber ihr solltet auf jeden Fall die Nike Sneaker Stay Air Max in dem braunen und in diesen weißen Translucent Upper Colorway
verkaufen, denn ich bin der Meinung, dass jetzt nicht wirklich im Wert hochgehen werden, da es halt nicht irgendwie so extrem, extrem krasse Nike Air Max Release sind. Klar, der kann oder die können mit der Zeit nach oben gehen und es kann sein, dass sie so in 1,5 Jahren doch nochmal interessant werden. Aber ich würde sagen, dass man jetzt in diesem Moment, bevor ihr noch oder bevor jeder die Schuhe zugeschickt bekommt, dass man jetzt noch das meiste an Geld rausholen kann. Und wenn, ihr könnt es probieren, stockt die 1,5 Jahre, guckt, ob die in Wert nach oben gehen, aber ihr müsst dann auch die wirklich schon sehr, sehr lange stocken, dass da, sage ich mal, irgendwas passiert. Aber nur noch mal da, damit ihr euch ein bisschen so daran orientieren könnt. Jordan 1 Travis Scott, der kann nochmal nach oben gehen, weil zum Beispiel Travis Scott die nochmal auf dem Konzert trägt oder Travis Scott nochmal mehr Hype bekommt oder weil Travis Fans sich dann doch nochmal entschließen, nochmal den Schuh sich zu kaufen. Aber so ein Schuh kann gut in Vergessenheit geraten, deswegen würde ich da sagen, einfach am besten verkaufen. Und der zweite Schuh, wo ich das gleiche sagen würde, ist der Nike Airship in dem Ben Colorway, der jetzt auch am Sneakers App Geburtstag rausgekommen ist. Ich kann mir nämlich vorstellen, dass der nochmal einen größeren Release bekommen wird und dass da eben der Resale-Preis dadurch nochmal ein bisschen sinken wird. Und da er momentan sehr, sehr viel bringt und ich mir nicht vorstellen kann, dass der noch mehr hochgehen wird, würde ich den jetzt einfach verkaufen, weil man kann gerade echt sehr gutes Geld damit machen. Dementsprechend meine Empfehlung, einfach jetzt am besten verkaufen. Kommen wir dann jetzt nochmal, wie immer, zu guter Letzt zu den Fits der Woche, wo ihr mich und Tu auf euren Outfit-Bilder markieren könnt auf Instagram. Und wenn uns die Outfits gefallen und die Bilder gefallen, werden wir euch mit in Hypeness mit reinnehmen. Also wenn ihr bei dem Video mit dabei sein wollt und einen kleinen Shoutout bekommen wollt, gerne, gerne auf euren Instagram-Bilder markieren. Und ich komme jetzt direkt zum ersten Fit und zwar kommt das von Chicago Boy. Der gute Junge kommt aus Hamburg, also aus meiner Heimatstadt. Und er trägt hier auf diesem Bild eine Prada Shoulder Bag. Dazu dann ein ganz normales, schlichtes T-Shirt von Represent. Ich glaube, das sind diese Basic T-Shirts, die zwar sehr teuer sind, aber vom Schnitt eigentlich ganz cool sind. Dann trägt er eine Hose, so eine Bandana-Hose, die so einen Basketball-Look hat von Ask Yourself. Und dann trägt er dazu noch die Represent-Schuhe. Also all over sehr, sehr cooles und cleanes Outfit, welches mir sehr gut gefällt. Grüße gehen hier raus an dich. Das zweite Outfit kommt dann von Nadine de la Cruz. Sie trägt hier auf diesem Bild ein rotes Top, welches auch mit ihrem roten Haargummi ganz gut matcht. Dazu trägt sie dann noch eine Kette. Ich kann leider nicht erkennen, was für eine Kette ist. Auf jeden Fall trägt sie eine Kette. Dazu dann noch eine weiße Bag, die so eine kleine Clutch einfach ist und eine verwaschene Jeanshose in so einem sehr, sehr hellen Ton und dazu dann noch die Jordan 1 Chicago to New York und da passt halt auch die Toebox von den Schuhen sehr, sehr gut zum Top und nur das Blaue hinten beim Schuh passt halt zur Hose. Also auch da ein sehr, sehr cooles Outfit. Grüße gehen hier raus an dich. Das nächste Outfit kommt dann von Unterstrich Felix Unterstrich. Er trägt hier auf diesem Bild ein T-Shirt. Ich kann leider nicht erkennen, von welcher Marke das ist und ich kann auch nicht so richtig lesen, was da steht. Irgendwas mit STDE, aber ich kann es leider nicht erkennen. Dazu trägt er da noch eine Trackpants. Auch da ist die Marke leider nicht zu erkennen. Sieht auf jeden Fall aber sehr, sehr cool aus und passt dann auch mit den Jordan 1 Reverse Shader Backboard ganz gut zusammen. Klar, wäre es noch cooler, würde die Schrift vom T-Shirt orange sein, aber dennoch auf jeden Fall sehr, sehr cooles Outfit. Und die Reverse Shader Backboard finde ich sind echt sehr, 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 sehr coole Schuhe. Allerdings, mein Lieber, ich persönlich, nur meine eigene Meinung, würde weiße Laces an die Schuhe ranmachen, weil die haben halt eine weiße Lasche, weiße Toebox und ich finde das Schwarz passt nicht so gut, also abgesehen jetzt vom Swoosh her. Aber an sich auf jeden Fall sehr, sehr cooles Outfit. Grüße gehen hier raus an dich. Und das letzte Bild kommt dann von Sila.gg. Ich denke, oder ich hoffe, ich habe es richtig ausgesprochen. Sie trägt hier auf diesem Bild ein weißes Oversize-T, dazu dann eine sehr, sehr verwaschene Jeanshose, die auch wieder ein bisschen oder sehr weit geschnitten ist. Und dann trägt sie noch die Jordan 1 Cold Purple dazu. Auch das finde ich ist ein sehr, sehr cooles Outfit. Gefällt mir sehr gut und Grüße gehen hier raus an sich. Ich würde aber sagen, das war es dann jetzt auch mit den Fits der Woche und mit diesem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich hoffe, ich konnte euch weiterhelfen. Wenn das der Fall war, lasst es mich auf jeden Fall mit einem Daumen nach oben wissen und schreibt das Ganze unten in die Kommentare. Und falls ihr noch auf diesem Kanal seid, herzlich willkommen. Ihr dürft uns natürlich gerne abonnieren, in die Glocke anschalten. Und ich würde sagen, checkt nochmal die ganzen Links unten in der Beschreibung aus, wie zum Beispiel zu Kleckt oder zu Snow oder zu den John 1er Laces, was auch immer. Ich würde aber sagen, das war es jetzt endgültig mit dem Video. Bis zum nächsten Mal und ciao.